Ja, sehr geehrte Damen und Herren, letzte Woche war ich in Sofia bei unseren bulgarischen Freunden von der Partei Vasra-Stanej zu Gast. Eine Partei, die übrigens immer mehr im Aufwind ist und vor allem Unterstützung von den Bürgern gewinnt. Warum? Weil sich ganz Europa, vor allem patriotische und europafreundliche Kräfte, erheben. Und was nicht europafreundlich ist, ist ihre Politik der Massenmigration. Seit fast 10 Jahren sorgt diese dafür, dass die Sicherheit auf unserem Kontinent gefährdet wird und der Geist von Schengen regelrecht zerstört wird. Natürlich wünschen wir uns in einer idealen Welt einen starken und vor allem funktionierenden Schengen-Raum. Doch wie so viele gute Ideen wurde auch dieses Vorhaben von ihrer linksgrünen Politik ruiniert. Solange die Außengrenzen der EU nicht sicher sind, ist es unverantwortlich, die Binnengrenzen dort abzuschaffen. Sie streichen 1079 Kilometer Grenzkontrollen und öffnen damit die Tür für noch mehr illegale Migration nach Deutschland. Der Schengen-Raum wurde nie dafür geschaffen, illegale Fluchtrouten noch weiter auszubauen. Die Menschen in Europa fordern Grenzkontrollen. Sie tun hier das Gegenteil. Sie öffnen kriminellen Netzwerken und Menschenhändlern Tür und Tor. Das ist nicht europäisch, das ist realitätsfern. Unsere bulgarischen Partner sehen das übrigens genauso. Sie wollen keine unkontrollierte Migration. Und wenn Bulgarien in den Schengen-Raum aufgenommen wird, wird die Route über diese Länder noch attraktiver für Wirtschaftsflüchtlinge.